Moin zusammen, weiter geht's mit High-Rise City und ja, ich guck mal, dass ich auch Spiel in dieser Folge gespeichert. noch weiterhin mich um die Ressourcennachfragen kümmere und hier meine Lager alle irgendwie voll kriege. Eisen füllt sich langsam, weil die Werkzeugschmieden einfach voll sind. Ich könnte jetzt hier irgendwo noch eine Bäckerei zwischenpacken. Das ist eine Obstplantage, da haben wir Brot. Bäckerei für Brot. Warte mal, genau, wie viele Törtchen haben wir eigentlich? Ja, es steigt so ein bisschen. Hinter die Kirche, da irgendwie ein Ort. Ah, auch nicht so richtig schick an der Stelle. Da haben wir alles schon. Da produzieren die fleißig. Hier ist noch Lehm. Haben wir hier irgendwie so ein. Nee. Guck mal hier, da könnten wir irgendwie ran. Sieht's denn da oben aus? Da hatte ich doch eigentlich auch irgendwie mal was. Genau, da ist eine Mühle auf jeden Fall. Kleines Büro, irgendwas. Reißen wir weg. Da kommt eine Bäckerei zwischen. Guck mal hier, so. Yes. So, wird gebaut. Ressourcen fehlen, Arbeiter fehlen. Ressourcen fehlen, da kommt aber gleich ein Laster und dann geht auch die Produktion und müsste eigentlich bei 100% Schluss sein. Da kommt das Mehl. Bingo. Oh, läuft weiter. 150, 70. 216%, okay. Sage ich nicht nein. Ich habe mit 100 gerechnet und erwartet. Gut, was fehlt uns noch? Hier Stahlbeton. Läuft nicht mehr, ne? Stahlbetonmanufaktur. Die muss wieder loslegen und anlaufen. Okay. 32.000 minus, das heißt Wohnung bauen. Wie happy sind die hier? Gesundheit, Sicherheit, das fehlt. Kann da tatsächlich mal ein etwas größeres Krankenhaus bauen? Universitätsklinikum. Hier so, aber genau, guck mal, gedreht. Ja, das schauen wir, dass wir das hier irgendwie ohne Straßenraster. Machen wir das so? Machen wir doch mit Straßenraster. Bauen wir. Zweispurige Straße, kommt weg. Geh gerade dort runter. Anschluss. Reihe vorn. Stück gerade. Stück gerade, jetzt die freie. Ups. Nochmal weg. Ja, genau. Nimm die komplette Straße weg.
Forschungsmission abgeschlossen. Okay, ja, baue ein Universitätsklinikum. War wahrscheinlich diese Aufgabe. Spiel gespeichert. Sehr gut. Yes, 20 Forschungspunkte abgeholt. Produziere 5000 mal Glas, das haben wir auch gleich. So, 8%, ne? Bürokomplex Zone 4. Ja, mir geht gerade gar nicht. Ja, uns fehlt gerade gewaltig viel Stahlbeton. Okay, 5000 mal Glas haben wir jetzt auch. Jetzt haben wir da mal eine Spezialdingern hier. Verbessert Reichweite von Verbesserungsgebäuden um 5. Oder aber, Gebäudekosten reduzieren sich, Bewohner sind zufriedener, ein weiteres Areal dazu kaufen. Das da kann ich nicht. Wir haben 35 Punkte. Nahrung. Ressourcen. Lagerkapazität für Industriegebäuden erhöhen. Reichweite des Holzfällers wird vergrößert. Spezial. Reichweite von Verbesserungsgebäuden um 3 Raster vergrößert. Nehmen wir. Okay, Stahlbeton, Zementwerk. Wir müssen das Zementwerk pushen. Wir brauchen ein zweites Zementwerk. Wie wäre es denn damit? Ich habe doch hier noch so ein Kalkstein-Vorkommen, aber Kalkstein habe ich, glaube ich. Das ist Quarz. Das ist Kalkstein, ja. Kalkstein habe ich. Ressourcen, Kalkstein. Guck mal hier, da können wir tatsächlich noch einen zweiten Bruch nebensetzen. Hier unten dann später auch. Kohle geht nur bis da. Cool, guck mal, dann haben wir es doch. Zack, Beton. Zement, Betonwerk. Ja, das drehen wir, dass es hier reinkommt. Oder setze ich das... So kann ich es auch setzen. Und davor dann noch... Verbesserungsgebäude. Oder? Kann es auch so machen. Und da tun wir noch ein bisschen... Gewerbe zwischen. Gut, Zementbetonwerk Nummer 2. Dann könnten wir hier hinten noch einen Kalksteinbruch bauen. Quarzbruch, Kalksteinbruch, guck mal, 90%. Irgendwo hatte ich hier gerade die 100 gesehen. Nicht anrasten. 90%. Da hätten wir 100. Ja, die 100 kriegen wir leider dann doch nicht. Bei 90 wäre hier tatsächlich leider Schluss. Ja, dann halt nur 90. Ist aber auch okay. Wird gebaut. Ressourcen, Kalkstein. Auch 90. Können wir noch einen dritten nebensetzen? Hier eigentlich, da hätten wir die 100, ne?
Kalksteinbruch. 100% tatsächlich. Dort. 100, 100. Warten wir erstmal ab. Spiel gespeichert. Okay, da haben wir einen Warentransport. Nee, danke, ich habe genug Geld. Und das Fahren macht mir irgendwie nicht so viel Spaß. Gut, Brot steigt, Fleisch steigt, Spielzeugfabrik und Textilien ist jetzt mal das nächste. Das ist mittleres, ne? Die hier. Yes. Wir haben ja nur keine Wohnhäuser mehr, die die Dinger dann auch bedienen können, ne? Müssen wir tatsächlich mal das Dorf hier so ein bisschen ausbauen. Try a form. Ja, ziehen wir ruhig hier so lang. Da irgendwie runter und den Rest machen wir gerade. Super, alles vernetzt. Ja komm, mach einfach mal das komplette hier voll. Die ganze Innenseite. So viel wie geht. Und da auch. Okay, sehr schick. So, da kann man hier noch mal ein bisschen die etwas größeren Wohnhäuser auch noch mal ranschmeißen. Okay, wo haben wir denn keinen Wasseranschluss? Ich habe doch hier gerade eben noch geguckt. Das hat eigentlich alles gepasst. Kriegen die natürlich. So. Da hinten fehlen uns Büros. Ah, haben wir hier eigentlich gebaut. Okay, was haben wir da noch? Unten Richtung Wasser. Ich glaube, da war gar nichts mehr, ne? Okay, Quarz kann man da noch einleben setzen. Später irgendwann mal vielleicht oder auch nicht. So, gerade geht hier auch noch ein Stück runter. 180 Grad, perfekt. So, und da kommen dann auch noch mal Büros hin. So viel wie geht. Obwohl, hier in die Ecke kann ein Planungsbüro. Das war, glaube ich, doof jetzt.
Kollision, ja. Weg. Usch, kaputt. Verbessern. Planungsbüro. Guck mal. Kalksteinbruch, Quarzbruch. Spiel gespeichert. Kalksteinbruch. 100%. Planungsbüro wird fertig gebaut. Okay, und hier hinten fehlen uns wieder Siedler. Büros bauen, ja, aber die werden ja nicht besetzt gerade, ne? Produktion fällt da also sogar ab beim Quarzbruch, weil die Leute jetzt hier fehlen. Aber langfristig wird es dann auf jeden Fall wieder besser werden, ja? 448 Büros. Tja. Hatte ich ja hier erst, ne? Da, Deponie. Können wir gerne mal ein bisschen vergrößern auf der Stelle. 1500 Bewohner haben wir hier, aber nicht so viele. Ja, weil die Transportwege viel zu weit sind. Würde ich sagen, je nachdem. Ja, guck mal, Zeit haben wir noch. Wir schauen uns nochmal an. Bushaltestellen. Guck mal, haben wir hier nämlich. Da hatten wir ja so einen Bereich, ne, mit Stationen. Und da hat es dann irgendwann aufgehört. Okay, wir werden erstmal hier oben das Dorf irgendwie anschließen. Auf jeden Fall hier. Ja, muss ich gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Ich bin gerade recht planlos. Ich setze einfach erstmal und weiß eigentlich gar nicht, wie ich die überhaupt miteinander verbinden möchte, sodass es auch Sinn macht, dass der Bus dann nicht irgendwie komplett im Kreis fährt fünfmal. So, und dann geht's raus aus der Stadt. Ich greife hier eine gerne Haltestelle hin. Das wird dann nämlich auch den Arbeitsweg verkürzen für alle hier, ne? So, guck mal. Und darüber geht's denn hier irgendwie wieder zurück, ne? Ja, und dann geht's wieder zurück. Okay, gut, dann schauen wir mal. Buslinie hinzufügen. Route anlegen. Wieso Buslinie 2? Ich habe doch... Achso, 0, 1. Okay, Buslinie 2. Der Start ist einfach mal dort. Station. Da, Stationsauswahl. Sehr cool. So, fährst da lang, ne? Fährst dann eigentlich immer so im Kreis.
Hier lang, dort lang, dort, hier rum. Sehr gut, dann hier rein. Dort runter. So, und dann geht's weiter. Oder hatte ich hier oben noch eine Station nicht verknüpft? Nee. Gut, dann geht's dort runter. Von da aus. Dorthin. 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 Und von hier aus fahren wir natürlich gerne hier in die Stadt. Hier einfach mal durch. Da hält sie auch. Und dann wollte ich aber nochmal hier irgendwie abbiegen. So. So. Einundzwanzig. Sehr geil, okay. Das Spiel ist gespeichert. Spiel gespeichert. So, dann haben wir das mit der Stadt verknüpft und geht wieder zurück. Dann würde ich sagen, direkt nochmal so eine Aktion. Hatte ich hier eigentlich schon? Ja, ne? Das müsste Buslinie 2 oder 1 gewesen sein. Die müsste ich hier irgendwie erweitern. Aber da ist nämlich eine riesige Shopping Mall und keine Bushaltestelle dran. Buslinie 1. Mangold. Okay, Buslinie 1. Muss ich allgemein mal gucken, wo der hier eigentlich lang fährt gerade. Buslinie 1. Schuster ist Nummer 18, ne? Das ist eigentlich doof. Ich würde eigentlich gern dazwischen schieben hier. Bushaltestelle Schuster. Rechtsklick springt zur Station. Links öffnet das Stationsfenster. So. ÖPNV-Menü. Egal, lassen wir so. Oder? Nein, lassen wir nicht so. Machen wir noch eine Route, die auch da oben noch mal durchfährt. So, gut. Dann
Dann geht's hier wieder rein in die Stadt, ne? Neue Gebäude verfügbar. Gut, mal eben so gekauft. Da wollen wir. Hier wollen wir. So, jetzt muss ich gleich die Station nur noch wiederfinden. Okay, neue Route. Yes. Gut, starten wir dort. Auch über die Brücke. Sind die Bushaltestellen ein bisschen hervorgehoben? Ja, ein bisschen, ne? 2. Drei. 4. Dann fährst du hier oben noch gerne mal durch das Dorf mit durch. So. Dann wieder zurück. Ja, nächste ist dann die hier. Und da aus dann wieder hier rein. Ja, die nimmst du mit. Gut, dann geht's hier wieder runter. Die da mitnehmen. Die hier. Dann hatte ich dort und dort. Und dann hält sie da schon mal, auch wenn da noch gar keine Verbindung soweit ist. Die nimmst du wieder auch mit. So, dann geht's dort lang. Dort lang, hier hoch, rein, rum, runter, zurück. Und dann da wieder ran, ne? Sehr cool. Das Spiel ist gespeichert. 184% Bushaltestelle Petersen hier unten. Kleiner Bus. Mittlerer Bus. So. ÖPNV. Buslinie 0. 7, 9, 12, 30, 60, 80. Da könnt ihr auch einen kleinen Bus einsetzen. Das reicht. Zurück. Buslinie 1. 50%. Da ist ein großer Bus. Da reicht sogar ein mittlerer. Ja, da reicht ein mittlerer. Buslinie 2. Da haben wir auch einen kleinen Bus. 209%. Mittlerer Bus. Buslinie 3. Da haben wir auch direkt einen mittleren Bus. Fahrzeuge, wie viele? Kleiner Bus reicht. Buslinie 1, nehmen wir 4 Busse. Buslinie 2, guck mal, mittlerer Bus. Können wir auch wieder einen kleinen Bus einsetzen und dafür 4 davon. Sehr schick. Mittlerer Bus nehmen wir auch 4 kleine. Okay, cool. Gebäude verfügbar. Gebäudesubvention. Stimmt, wir können noch mal ein bisschen was verbessern, glaube ich.
Deine Stahlschmelze aufwerten zu Stufe 3, ne? Stahlschmelzen. Ja, geil. Machen wir. Dann habe ich, glaube ich, auch nochmal 2. 3 sogar. Stahlbeton, Stahl. Zurück. Zurück. Da, Stahl. Okay, Stahlschmelzen werden gerade alle ausgebaut. Sonst hatte ich, glaube ich, nichts zum Verbessern. Aufwerten zu mittelgroßes Umspannwerk. Ja, das kann ich später auch noch machen. Das brauche ich gerade noch nicht. Ja, da möchte ich gerne ein kleines Rathaus lassen, weil das einfach schön schnuggelig aussieht da hinten drin. Okay, nochmal ein letzter Blick in die Rohstoffe. Wächst alles, ne? Spielzeug, okay, Textilien und Spielzeuge könnten wir, glaube ich, eine vierte Fabrik setzen. Und dann, ja, warte mal, wir kaufen einfach mal eben, weil wir es können, das Areal hier. Kohle, Leben, Erz, Titan und Edelsteine, 15 Millionen. Gut. Biogasanlage, kleine Feuerwache. Okay, dann bauen wir hier nämlich noch eine Spielzeugfabrik. Nummer 4. Recycling Center, Recycling Center. Da, Spielbahnfabrik. Oder kriegen wir da 2 zwischen? Nein. Mittelgroßes Sägewerk. Ah, ist ja doof. Ja, egal, komm, lass stehen. Textilien, ne? Schaffarm, Textilfabriken. Dann können wir aber hier irgendwie noch reinsetzen. Die machen ja keinen großen Dreck, sind recht platzsparend. Da war irgendwie eine Kirche und Wohnhäuser. Auch nicht so schön dann. Ja, aber warum nicht? Das lasse ich nochmal offen, das Stückchen da. Zack. Zack. Da könnte noch mal irgendwas an die Ecke. Bau da jetzt 4 von, damit endlich Ruhe ist mit dem Thema. Und da muss auf jeden Fall noch eine Spedition in die Nähe. So, guck mal. Ja, das Ding dorthin. Allerdings. Der Radius nicht auf 70, sondern eher auf 40. Also nur das kleine Gebiet hier abnehmen. So, die Spielwarenfabrik zieht um. Oben hoch. Was wirklich besser ist, weiß ich noch nicht. Wolle und Farbe. Und los geht's mit der Produktion, ne? Sehr fein. Gut, Planungsbüro. Guck mal, da ist nämlich schon wieder Schluss. Zack, zack, Planungsbüro. Passt hier eigentlich ganz gut rein, ne? Und ein Technologiezentrum. Da hätten wir eins. Was klemmen wir dahinter? Könnte nämlich gut sein, dass die Biogasanlage davon jetzt auch noch profitiert, wenn das hier fertig wird. So, 100, 120%, 130, 140. 160, 170, 180, 190, 218%, sehr gut.
Auch mehr Büros, ja hier, ne? Machen wir tatsächlich mal mittelgroße Büros. Mal gucken, was da für Türmchen dann hinkommen. Brauch noch, ne? Okay, aber das reicht jetzt erstmal. Fehlen 17 Büros. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bei denen. Bis gleich und ciao.